Pixel Junks Shooter Ultimate Folge 12 mittlerweile und ihr hört, ich bin ein wenig kränklich, ich bin ein bisschen erkältet, aber heißkalt heißt das Ganze hier und vermag mich gutheißen, denn vielleicht werde ich dadurch ein bisschen gesünder, bevor ich mich jetzt hier noch mehr verquatsche. So, gucken wir mal. 3 Diamanten gibt es in dem ganzen Level. Da haben wir schon den ersten. Okay. Der Laser, da ist noch ein Diamant. Ich sehe es gerade. Vielleicht sollten wir erstmal unsere ganzen Kollegen... mitnehmen. Da unten sind auch... da unten steht auch noch einer. Ach, ja, so. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe mal, dass ich... jetzt bin ich natürlich ein bisschen neben der Spur, weil mein lieber Gizmo hier so ein bisschen alles durcheinander gebracht hat. Und so ein bisschen alles durcheinander geworfen hat hier bei mir auf meinem... auf mein Tischchen. Es geht sofort weiter. Kleinen Moment. So. Ja. So, also, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, hier bei den Lasern. Stimmt, jetzt müssen wir hier so ein bisschen warten. Ja, ein bisschen dumm gelaufen jetzt, aber naja, gut. Wir wissen ja, was uns erwartet. War da oben irgendwas gewesen? Was ist... ah, der Diamant, genau. So. Ihr dürft euch... soll ich es eigentlich jetzt schon ankündigen? Ich weiß noch gar nicht. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber... ihr dürft euch im August auf ein neues Let's Play freuen. Eigentlich habe ich ja gesagt... eigentlich, will ich ja keine größeren Let's Plays mehr machen. Aber ich habe mich doch ein bisschen umentschieden. Ich gesteht ein größeres Let's Play demnächst an. Oder beziehungsweise kommt ein Spiel im August. Oder beziehungsweise sogar zwei. Wo ich gesagt habe, die möchte ich gerne als Let's Plays machen. Tja, wo ist der letzte Diamant? Naja. Da dürft ihr euch natürlich drauf freuen. Ist ein bisschen horrormäßig auch. Lasst euch da einfach mal überraschen, was da auf euch zukommt. So, den Magma-Anzug bekommen wir wieder. Das heißt, wir dürfen wieder ein bisschen Lava verspritzen. Und nicht, was ihr jetzt denkt. Immer diese Zweideutigkeit verspritzen. Also, so. Ach ja, den haben wir ja schon. Da ist aber ein Diamant und da oben gibt es kein Bonuslevel. Aber... wir können hier oben unsere Kollegen retten. Wir haben da unten einen verbrannt von unseren Kollegen. Zumal habe ich es gerade in unterem Bildschirmrand gesehen. Hier oben gibt es auch kein Bonuslevel. Hier sind nochmal zwei Kameraden, die wir noch mitnehmen. Da ist ein Diamant. Und somit... bleibt ja nicht mehr viel übrig. Das ist jetzt ein bisschen... uah. Da kommen wir durch, oder? Ja. Schauen wir mal, dass wir mal das Gas jetzt zum Explodieren bringen. Vielleicht versteckt sich dahinter noch ein... oh nein, was war das denn?
Ach, im Übrigen, ich habe es rausgefunden. Falls sich jetzt einer fragt, was ist denn dabei rausgekommen? Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt, wo ich so unerklärlich gestorben bin. Und zwar handelt es sich darum, dass dort wahrscheinlich ein wenig Lava war. Das sieht man nur so ganz eben, sieht man das. Also wer da gut aufpasst, der sieht das. Ich glaube, hier war ja, glaube ich, kein Diamant mehr, ne, oder? Ne. Ne, da war kein Diamant. Hier oben war, glaube ich, einer. Ja. Genau, hier war der Diamant. Den Kollegen erledigen wir mal. Dann lassen wir das Gas mal ex zum Explodieren bringen und retten mal da unten den Kollegen, der hier angeblich ja hier irgendwo ist. Ich glaube, der war das. Und dann gehen wir erstmal hier lang. Genau. Bringen das erstmal zum Explodieren hier. Retten ihn. Jawohl, sehr schön. Im Übrigen, ich denke mir mal, dass die Parts wahrscheinlich ruhig ein bisschen länger werden in der nächsten Zeit, weil ich habe ja damit kein Problem, die Parts zusammenzuschneiden. Das macht mir ja nichts. Da ist schon wieder jemand gestorben. Wo war der denn verdammt nochmal? Und zumal, wo ist hier noch. Habe ich die Diamanten übersehen, die hier waren? Wo waren die denn nochmal? Ach da, da war einer. Und der letzte? Da oben vielleicht? Ne. Da unten ist auch kein. Oder ist hier unten vielleicht noch irgendwie ein Geheimlevel? Nee. Nee, auch nicht. Hier vielleicht was, was ich übersehen habe. Da ist er. Da versteckt er sich. Da haben wir ihn. Und weiter geht's. So. Schauen wir mal, da haben wir wieder den Kon. Die Jungs. Die Jungs sind nicht gut, weil die können uns ganz schön gefährlich werden. Die können uns das Wasser hier zum. Ja, nicht zum Schmilzen bringen, aber dass wir da drunter nicht weiterkommen, das ist das Problem. Jetzt muss ich selber erstmal schauen. Ah, da hat sich so eine Station versteckt. Guck einer an. Der Magma-Anzug. So, da hätten wir die Jungs schon mal erledigt. Können wir unsere Teammitglieder retten? Jawohl. Wir können hier vielleicht nochmal weitergehen und gucken. Genau, da ist schon ein Diamant. Ich sehe es schon. So. Und gucken uns hier mal ein wenig um. Hilfe, Hilfe, ja. Hilfe eilt. Darfst du nur nicht verbrennen. Weil das wäre dann nicht schön. So. Wunderbar. Hier verbirgt sich wahrscheinlich auch wieder ein Diamant. Mann. Da ist er. Jawohl. Wo ist der dritte Kollege? Der Kollege! Der dritte Kollege verbirgt sich hier wahrscheinlich irgendwo drunter. Oh, da haben wir ja genug zu tun. Okay. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, nicht nervig, aber.
Es könnte schneller schmilzen, sagen wir es mal so. Jetzt ist natürlich die Frage, ob da oben vielleicht der Diamant, aber von da oben kamen wir ja, ne? Na! Ah. Müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht sterben hier. Das wäre jetzt peinlich, wenn wir jetzt hier sterben sollten. Aber von da oben sind wir doch gekommen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass da oben irgendwie ein Diamant ist. Aber hier unten gab es, glaube ich, doch noch ein Schutzschild. Oder irre ich mich da jetzt? War hier unten nicht nur... Nee. Ach, das war im anderen Level, ne? Stimmt. Wo könnte denn der letzte Diamant sein? Hm. Also hier ist er nicht. Hier vielleicht runter? Vielleicht hier irgendwie ein Bonuslevel? Nein, auch nicht. Hier vielleicht runter? Nee, auch nicht. Okay. Wir müssen ja sowieso in die Richtung. Ah, jetzt verstehe ich auch, was die Typen da machen. Die gefrieren das Wasser. Deswegen kamen wir an der einen Stelle auch nicht raus in der einen Folge. Okay, hier ist der Diamant anscheinend auch nicht. Gut, dann geht's für uns jetzt hier weiter. Aber nicht jetzt sterben hier kurz vor Ende. Das ist ja peinlich. So. So. Den Kollegen kriegen wir da noch nicht raus. Da ist schon wieder der Laser. Uah! Der uns neue Bereiche freigibt. Da ist auch ein Diamant im Übrigen. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen warten, glaube ich. Ach, man kann... Ah, man kann den so ein bisschen umlenken jetzt hin. Ah, okay, den Laser. Wunderbar. Gucken, vielleicht bringt uns das ja was. Okay, es bringt gar nichts. Okay, da bringt's was. So. Ah. Nein, 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 nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben. Ich muss aufpassen, dass ich gleich meine Uhr höre. Den müssen wir ja auch retten da hinten. Dass wir den Laser gleich nochmal umlenken. Uah! Was haben wir hier? Ist das irgendwie ein Wasser-Upgrade oder so? Kann das sein? Da ist noch so viel Lava. Wasseranzug. Jetzt kann ich Wasser verspritzen. Ich habe schon wieder verspritzen gesagt. Aber was? Oh, ein Bonuslevel. Nein, 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 nein. Aber man kann sich damit auch ein Eigentor machen, oder? Wir müssen ein wenig den Laser umlenken. Aber anscheinend scheint das nicht so zu funktionieren, wie ich mir das gerade vorstelle. Ja. Ah, okay, man kann damit auch... Alles klar.
Ah, alles klar, alles klar. So, die 15 Minuten sind um. Das heißt, Folge wird zusammengeschnitten. Wow, das war knapp. Kann man sich denn damit selber kühlen? Ja. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht von dem Laser getroffen werden. Hallo? So. Paolo! Lange bevor wir herkamen, gab es eine Zivilisation in diesen Höhlen. Ich konnte ihre Schriften erforschen. Sie waren intelligent und friedlich, genau wie wir dachten. Doch das war nicht alles. Sie hatten Angst, sie sprachen von einem Riesen, den sie nicht stören durften. Es scheint, als ob die ganze Bevölkerung sofort ausgelöscht wurde, als er auftauchte. Die Inschriften danach sind schrecklich. Wer mag dieser Riese sein? Wer mag dieser Riese nur sein? Ja. Wir sind's nicht. So viel kann ich aber verraten. Wir sind's definitiv nicht. So. Und hier haben wir eine neue Funktion. Umkehren, so, du kannst jetzt Magma fliegen durch Wasser. Verursachte Überhitzung. Okay. Kannst du mal Magma. Aber Wasser verursacht Überhitzung? Was heißt das? Okay. Oh, das ist natürlich nicht schön. Das wird ja immer verrückter, das Spiel. Also, jetzt haben wir sogar hier so einen Anzug, womit wir durch die Lava selber fliegen dürfen. Das hätte ich ja mal nicht gedacht. So, Kumpel, geht mal. Uah! Nein, 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 nein! Uah, Mist! Natürlich jetzt gestorben. Wir müssen bei Wasser müssen wir aufpassen. Oh, Wasser verursacht Überhitzung. Und ich gerade frage, wo ist der letzte Diamant? Da oben ist einer. Wunderbar. Das war der letzte in diesem Level. So, da haben wir den Kollegen auch. Und da sind die Wasserwespen. Jetzt kommen schon die Wasserwespen. Nicht mal die Lava-Wespen, sondern die Wasserwespen. So. Ja, und ich will sagen, wie es hier weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge bei Pixel Junks. Also, macht's gut. Ciao.